Mir wird super schnell langweilig. Also es ist tatsächlich so, dass ich immer was zu tun haben muss, aber mir müssen die Sachen auch Spaß machen. Während meiner fußballaktiven Zeit habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, mal Fußball-Freestyle zu machen. Das war wirklich nach meiner Karriere, bin ich auf die Firma Fußballmarkt, auf die Agentur aufmerksam gemacht. Dann habe ich mich das erste Mal mit Freestylen überhaupt beschäftigt, indem ich mir Videos angeguckt habe. Vorher habe ich einfach gerne Tricks gemacht, aber das war gar nicht bewusst, dass das eine Sportart ist. Ich habe sowieso immer gesagt, die ganze Karriere war sie diejenige, die mit dem Ball tanzt. Und jetzt kann sie das eben noch fortführen. Ne? Man kommt ganz viel zu den gleichen Stellen wieder zurück, wo man früher mal Fußball gespielt hat. Also ganz ist dieses Fußballthema nicht raus. Ich meine, das steckt tief in mir drin. Ich habe viele Jahre meines Lebens mit Fußball verbracht. Aber ich muss sagen, die Nervosität, die war beim Freestylen viel größer in den ersten Auftritten und auch viel schlimmer. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie man einen Trick machen soll, ja, wenn die Knie zittern und wenn du weiche Knie hast. Ja, das geht gar nicht. Hallo Leute, wir sind hier beim Straßenbier-Camp. Nina, die hat den Jungs gerade ein paar Tricks gezeigt und zeigen wir euch mal eine Kleinigkeit. Ich habe null Nervosität. Was kommt, ist so ein Adrenalinschub, dass man wirklich sagt, geil, jetzt zählt, gib Gas, hab Spaß auf der Bühne und zeig den Leuten mal, was du drauf hast. Aber wir joken auch schon immer, weil ich immer einen Ball in der Handtasche habe. Ja, also das ist mein stetiger Begleiter geworden. Das war ja beim Fußball auch anders, aber ich trage den immer mit mir rum. Das ist mein bester Freund. Aber der antwortet auch nicht, der gibt auch keine Widerworte. Ne?